Heute in den Hofgeschichten: Imker Christian Eggers mischt eine Nährlösung an. Sofort sind auch Wespen da. Das und mehr von Bauernhöfen aus dem ganzen Norden. Bewegung im mecklenburgischen Seelow. Ein ganzer Hühnerstall soll neu einparken. Anna Propp und Herdenmanagerin Anja geben die Kommandos, René fährt. Einer der beiden Ställe ist jeweils ein sogenannter Wintergarten. Das macht den Unterschied. Wenn die Hühner während des Tages mal nicht raus wollen oder sollen, können sie immer auch in diesen Stallbereich gehen. Vor schlechtem Wetter und ungebetenen Gästen geschützt. Ein ganz besonderer Morgen bei Albert Smith in Ostfriesland. Seine Tochter Silke hat mit Schulponys und Reitschülern an der Ems übernachtet. Unter freiem Himmel. Und das Abenteuer geht noch weiter. Aber erst einmal müssen alle wach werden. Silkes Tochter Hanna ist auch Reitlehrerin und leitet gleich das Zurückreiten. Zum ersten Mal eine so große Gruppe. Aber mit vielen Menschen umzugehen, das hat Hanna schon früh gelernt. Auf genau solchen Ausflügen. Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Hier in Vollerwiek liegt der Hof Landfrieden von Familie Jürgens. Auf der Beerenplantage nebenan neigt sich die Himbeersaison dem Ende zu. Die meisten Pflanzen sind abgeerntet und Reimer macht sie klar für Herbst und Winter. Schnitt für Schnitt arbeitet er sich durch die Reihen. Es ist eintönig und anstrengend. Zum Glück sind noch ukrainische Helfer da. Diese Reihe macht er noch zu Ende. Dann muss er erst mal zu den Erntehelfern bei den Brombeeren schauen. Denn dort sind die Büsche noch richtig voll. In Seelow hat der Tag vor dem ersten Hahnenschrei begonnen. Junghühnerumzug in den Legestall. Der unangenehmste Teil ist vorbei, bevor die Hühner richtig wach sind. Auf der Hufe 8, dem Hof von Anna und Lukas Propp, ist auch der Umzug von 1900 Tieren Handarbeit. Die Fahrt, die jetzt vor den Junghühnern liegt, dauert keine 10 Minuten. Bevor hier bei irgendjemandem Transportstress aufkommen kann, ist die Reise auch schon wieder vorbei. Hochbetrieb beim Bio-Imker in Hildesheim-Himmelstür. Christian Eggers muss seine rund 200 Bienenvölker auf den Winter vorbereiten. 200 Kilo Zucker, 25 Kilo Honig und 2 Liter Tee verarbeitet Christian. Aufgefüllt wird alles mit Wasser. Das Imkern ist für Christian trotz der körperlich anspruchsvollen Arbeit nach wie vor ein Traumberuf. Zurück im ostfriesischen Bingum bei den Smiths. Bevor es für Ponys und Kinder zurück zum Hof geht, lässt Alberts Enkelin Hanna sie zum Eingewöhnen ein paar Runden hier auf der Wiese drehen. Heute reiten fast dreimal so viele Kinder zusammen wie in einer normalen Reitstunde. Hanna ist erst seit 9 Monaten Trainerin. Für sie eine ganz neue Herausforderung. Obwohl Albert selbst erfolgreicher Turnierreiter war, hat er den Reitunterricht immer Anna und den Töchtern überlassen. Trotzdem kennen die Kinder ihn gut und er gehört dazu. Nordfriesland. Neben dem Ferienhof Landfrieden liegt die Beerenplantage von Familie Jürgens. Während die letzten Saisongäste noch Kaffee und Kuchen genießen, hat Reimer schon viele Reihen Himbeeren auf Herbst und Winter vorbereitet. Den Grünschnitt muss er später entsorgen. Jetzt schaut er erst mal zu den Brombeeren. Und sie werden nicht enttäuscht, denn Reimer pflanzt hier die Sorte Loch Ness. Ohne Stacheln, dafür mit besonders großen, saftigen und süßen Beeren. Er nennt sie Eiderstädter Kaviar. Allerdings sind diese Pflanzen schon 15 Jahre alt. Es ist ihre letzte Saison. Wieder 3 Stiegen voll, die er direkt in den Verkauf bringen kann. Reimer ist zufrieden. Wetter, Gäste, Ernte und Personal. Diese Beerensaison ist richtig gut gelaufen. Mit diesen Wintervorbereitungen sichert der Imker das Überleben der Tiere und damit auch seinen imkerlichen Erfolg im kommenden Jahr.